In diesem Video siehst du, wie du einen neuen Router mit deinen alten WLAN-Zugangsdaten weiter nutzt. Dabei ist es egal, ob du ein anderes Modell hast oder den Router eines anderen Herstellers. Wichtig ist nur, dass du deinen alten WLAN-Netzwerknamen und den WLAN-Schlüssel bzw. das WLAN-Passwort noch weißt. Ist dein aktueller Router defekt und du hast im Austausch einen neuen Router bekommen? Dann verbinde am besten deinen Router zuerst per LAN-Kabel mit deinem PC oder Laptop. Öffne dann in einem Browser die Benutzeroberfläche des neuen Routers, zum Beispiel mit easy.box oder fritz.box. Gib das Router-Kennwort ein. Bei den meisten Routern findest du das auf einem Aufkleber am Gerät. Richte danach den Router mit dem Modem-Installationscode, also dem MIC, ein. Nach der Einrichtung brauchst du nur den WLAN-Netzwerknamen und den WLAN-Schlüssel ändern. Dann kannst du alle bisherigen WLAN-Geräte mit dem neuen Router weiter nutzen, ohne neu zu konfigurieren. Bei der Fritzbox änderst du sie unter dem Menüpunkt WLAN. Und dort dann bei Funknetz und bei Sicherheit. Bei der Easybox gibst du die WLAN-Einstellungen deines alten Routers direkt unter dem Menüpunkt WLAN ein. Fertig! Jetzt können sich alle bisherigen WLAN-Geräte mit deinem neuen Router automatisch verbinden. Weiter viel Spaß beim Surfen! Dein Vodafone-Team.